Hallo, meine Lieben. Diese Wohnung hatten wir schon mal drin. Allerdings hatte ich neulich schon dreimal sie Interessenten gezeigt und die müssen jetzt noch mal kommen. Aber dank Corona gab es bei ihnen Schwierigkeiten. Diese Wohnung ist eigentlich eine selbst sich bezahlende, selbst finanzierende Eigentumswohnung, denn sie ist ideal zum Vermieten oder natürlich auch selber drin wohnen, ist ja klar. Das Gebäude ist nicht mal 10 Jahre alt, das Gebäude ist eigentlich topmodern. Es hat nur einige Macken, weil es mit den Nebenkosten nicht so klappt. Die meisten Besitzer kommen einmal im Jahr und zahlen einfach ihre Nebenkosten nicht. Das Ganze könnte jetzt auch gerichtlich gemacht werden, dass die Nebenkosten eingeklagt werden. Aber dazu muss man erstmal das Ganze vorfinanzieren. Deswegen lässt man das einfach so stehen. Deswegen ist auch der Pool nicht, da ist ein Pool vorhanden, aber der ist nicht genutzt, aber auch nicht durch Corona, sondern der war auch vor Corona nicht richtig genutzt. Naja, das Meer ist halt gleich daneben und manche denken sich halt, ach, wozu denn Pool, wenn ich das Meer gleich vor die Füße habe? Und das Meer ist wirklich gleich vor die Füße, aber nicht direkt am Meer, sonst wäre es wieder zu laut. Und direkt am Mittwochsmarkt und hier haben wir schon die Wohnung. Ich zeige es jetzt. Ich mache jetzt noch mal ein Video. Warum? Weil ich die Wohnung eigentlich gut finde. Ja, ich finde die Wohnung super. Und ich denke auch mal, dass sie jetzt bald weg sein wird. Denn nehmen wir an, die kauft jetzt jemand, ja, und dann vermieten wir sie ihn für, sagen wir mal, 1.500, dazwischen 2.000 irgendwas Lira. Und dann finanziert sich das Ganze von selbst. Oder man lebt selber drin und in den Sommermonaten kann man für so eine Wohnung, es lacht nicht, ja, 1.500 Euro verlangen. Ich habe hier Wohnungen, die gehören ein paar Russen und die vermieten sie in den Sommermonaten für wirklich viel Geld, weil die Leute wollen halt mit Familie einziehen und für einen Monat ist es ja nicht günstig, wenn man dann zu viert drin wohnt, zwei im Schlafzimmer, zwei hier auf den Sofas als Beispiel, ja, dann kann man eigentlich schön günstig Urlaub machen. Wie gesagt, zu viert. Und ansonsten ist natürlich auch Hotel billiger. Aber seid ihr denn mit einem Hotel direkt, also ich weiß von meinen Leuten und von mir selber, dass auch ein Fünf-Sterne-Hotel nach 3 Tagen langweilt. Ja, langweilt einfach. Das langweilt. Hier kannst du noch selber kochen. Hier kannst du noch selber zum Strand laufen. Dann haben wir sogar Meerblick. Ich hoffe, er hat eine Aufnahme gemacht. Hier unter den Palmen, da ist die Straße, wo der Mittwochsmarkt ist. Also, und mein Kaffee ist gleich daneben. Hoffentlich hat er, also hier wäre das Bad. Also, es sind nur zwei Zimmer. Hier nochmal der Eingangsbereich. Ja, hier, also. Das ist nicht gezoomt, das ist so mehr Blick. Ja, das ist nicht gezoomt. Okay, und gleich daneben ist mein Café übrigens. Das ist natürlich das Wertvollste an der Wohnung. Also hier seht ihr nochmal mehr Blick. Deswegen für 43.000 Euro, Leute, das ist geschenkt. Kauft euch die Wohnung, lasst euch dort nieder. Ich sage immer zu diesen größeren YouTubern in Germany, die können ja mit den Einnahmen gar nicht leben in Germany. Hier kannst du locker leben. Also hier könntest du mit 10.000 Abonnenten von dem Geld leben. Du könntest auch mit 5.000 Abonnenten von dem Leben, ja, von dem Geld leben. Ich sage immer, 300 Euro reichen vollkommen hier im Monat ohne Miete. Denn es gibt auch noch immer noch, ich habe ja immer wieder Videos drin. Wohnungen für 700 türkische Lira. Das ist ja gar nichts, ja. Und wenn man dann von YouTube 2.000, 3.000 Lira kriegt, ja, dann kann man davon schon leben. Ne? Wenn man nicht jeden Tag zwei Bier raucht und zwei Zigarettenschachteln, dann schon. So, jetzt mal genug geredet. Also, Top-Wohnung. Wer Lust hat, meldet sich. Wirklich, ich mag die Wohnung und muss. Paar Reparaturarbeiten sind zu machen und man muss auch mal die Vorhänge mal waschen, wie man sieht. Ja, kommt her, wir zeigen es euch.
Ich denke mal, diese Wohnung ist bald weg. Okay, Nebenkosten. Aktuell zahlt keiner Nebenkosten, aber ansonsten wären sie 150 türkische Lira. So viel mal von mir. Für weitere Infos einfach mich kontaktieren. Kontaktinformationen sind in der Info. Vielen Dank, auf Wiederhören.